Das ist die Aufgabe der globalen Klimapolitik, dass ein Großteil der Ressourcen und Reserven an Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben muss. Dass natürlich die Besitzer von Kohle, Öl und Gas das als hochproblematisch empfunden, ist mehr als verständlich. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Auch diesmal ist es uns wieder gelungen, einen absolut hochkarätigen Referenten für diesen Abend zu gewinnen, nämlich Herrn Professor Dr. Ottmar Edenhofer, den Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und Träger des Romano-Guardini-Preises der Katholischen Akademie in Bayern. Er ist also in unserem Haus wahrlich kein Unbekannter. Ottmar Edenhofer ist einer der weltweit führenden Experten für die Ökonomie und Politik des Klimawandels. Er ist zudem Professor an der Technischen Universität Berlin und Gründungsdirektor des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, MCC. Von 2008 bis 2015 war Edenhofer Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 3 des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, und maßgeblich an der Erstellung des 5. Sachstandsberichts zum Klimawandel beteiligt, der die wissenschaftliche Grundlage für das Pariser Abkommen bildet. Seit April 2022 hat Edenhofer den Vorsitz des von der EU neu eingerichteten Europäischen Beirats für Klimawandel inne. Dessen Aufgabe ist es, unabhängige wissenschaftliche Beratung zu leisten und Berichte zu erstellen, die aufzeigen, inwieweit die EU-Politik mit den europäischen Gesetzen zum Klimawandel von 2021 und den Verpflichtungen der EU im Rahmen des Pariser Abkommens vereinbar ist oder auch nicht. Ottmar Edenhofer ist unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC sowie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Im Januar 2021 ist er von Papst Franziskus zum Berater am Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen berufen worden. Er berät die Bundesregierung in klimapolitischen Fragen und seine Expertise ist auch auf europäischer und internationaler Ebene allerorten gefragt. Sie sehen, kaum jemand auf unserem Globus ist so nah dran an der Analyse des Klimawandels und seiner Folgen, aber auch an der Politik, die in der Pflicht steht, diese Herausforderungen zu meistern. Er wird in seinem Vortrag aufräumen mit dem Irrtum, man könne die Maßnahmen davon abhängig machen, was die Leute so für zumutbar halten. Wirklich unzumutbar und teurer für uns alle wird es nämlich dann, wenn wir zu wenig tun. Ich weiß nicht, ob Sie die letzte Umfrage in der Süddeutschen Zeitung mitbekommen haben. Die Mehrheit will für Klimaschutz nicht auf Wohlstand verzichten. Wenn die wüssten, auf wie viel Wohlstand sie verzichten müssen, wenn der Klimawandel unbegrenzt durchschlägt, kann ich dazu nur sagen. Hoffentlich sind alle, die so denken, heute Abend in unserem Stream dabei. Lieber Herr Professor Edenhofer, ich freue mich, Sie wieder einmal leibhaftig bei uns zu Gast zu haben. Und nachdem ich jetzt schon in Ihre Folien gespinkst habe, vorab muss ich sagen, ich bin wirklich ungemein gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie haben das Wort. Verehrter Herr Budde, verehrte Anwesende, herzlichen Dank für die freundliche Einladung in die Katholische Akademie in München, der ich in der Tat sehr verbunden bin, nicht nur wegen des Romano-Guardini-Preises, den ich als eine außerordentliche Ehre empfunden habe, sondern auch, weil die Katholische Akademie für mich ein wichtiger Bezugspunkt war während meiner Studienjahre hier in München in den 80er Jahren. Und wenn ich jetzt so durch die Straßen Schwabings schlendere, dann kommen eben immer auch die Erinnerungen an die 80er Jahre. Hier in der Akademie habe ich das erste Mal als junger Student Oswald von Hellbräuning kennengelernt, der hier einen Vortrag gehalten hat mit geschlossenen Augen und man hatte eine Stecknadel fallen hören. Tagungen mit Gurt Biedenkopf, mit lateinamerikanischen Bischöfen, das war damals die Zeit der Befreiungstheologie. Also alles gewichtige Herausforderungen und gewichtige Themen, die es damals zu diskutieren und zu bewältigen gab. Damals in den 80er Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich selbst mal hier in der Katholischen Akademie einen Vortrag halten werde zum globalen Kohlenstoffmanagement und zur planetarischen Müllabfuhr. Der Titel mag Ihnen eigentümlich erscheinen und er ist es auch. Es ist ja so, dass wir bislang über drei große Säulen der Klimapolitik gesprochen haben. Die erste Säule, das ist die Anpassung an den unvermeidbaren Klimawandel. Was Anpassung an den unvermeidbaren Klimawandel bedeutet, ist
in unseren Tagen für viele Menschen sehr präsent, etwa wenn es um die Frage geht, ob es eine Pflichtversicherung geben soll bei Extremereignissen. Aber das geht auch weit darüber hinaus und vor allem auch weit über den deutschen Horizont. Wir wissen, dass durch den Klimawandel sich nicht nur die Agrarproduktion weltweit verringern wird, sondern wir wissen auch, dass sich die Agrarproduktion massiv verschieben wird. Wir werden uns nur dann an den Klimawandel anpassen können und zugleich die Nahrungsmittelsicherheit erhalten können, wenn wir einen weltweit funktionierenden Agrarhandel haben. Wenn sich aber die Agrarproduktion verschiebt, entstehen Konflikte auch um Zölle und Tarife, um die Frage, wie frei der Agrarhandel in der Zukunft sein wird. Das heißt also, auch das Thema Anpassung ist nicht nur ein lokales Thema, sondern auch ein globales Thema. Allein über dieses Thema könnte man einen ganzen Abendvortrag füllen. Warum ich das nicht tue, ist, wir werden uns an eine Welt, in der die globale Mitteltemperatur weit über 2 Grad steigt, gar nicht anpassen können, jedenfalls nicht zu vernünftigen menschlichen Kosten. Und deswegen müssen wir uns mit der zweiten Säule beschäftigen, nämlich wie wir den Klimawandel begrenzen können und das heißt, wie wir Emissionen reduzieren können. Und hätte ich diesen Vortrag vor 6 Jahren gehalten, etwa genau zu dem Zeitpunkt, als ich den Romano Guardini-Preis erhalten habe, dann hätte ich meinen Vortrag fast ausschließlich darauf konzentriert, und hätte ihnen versucht zu erläutern, was es bedeutet für die verschiedenen Sektoren, Landwirtschaft, Gebäude, Verkehr, Strom, Industrie, die Emissionen zu reduzieren. Und ich hätte auch darüber gesprochen, ob es möglich ist, dass man Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Klimaschutz vereinbaren kann. Aber wir sind nicht mehr in dieser Welt. Wir haben im Kern die vergangene Dekade etwas erreicht und ich werde das auch erläutern, was wir erreicht haben, das ist gar nicht so wenig. Aber wir haben zu wenig erreicht. Es ist immer noch so, dass die weltweiten Emissionen steigen. Es ist immer noch so, dass wir dominant die fossilen Energieträger nutzen. Und deswegen müssen wir uns mit einer dritten Säule beschäftigen, denn wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir für eine gewisse Zeit die Ziele des Paris-Abkommens überschreiten werden. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Temperaturkurve wieder zurückbiegen. Und das ist industrielles, globales Kohlenstoffmanagement, das ist das, was ich hier metaphorisch mit einer planetarischen Müllabfuhr meine. Wir müssen nämlich den Müll, immer metaphorisch gemeint, CO2 ist kein Müll, aufräumen und ich werde Ihnen erläutern, wie wir das anpacken müssen. Das ist also die dritte Säule der Klimapolitik, die planetarische Müllabfuhr und das globale Kohlenstoffmanagement. Niemand spricht gern über dieses Thema, aber es ist ein unvermeidbares Thema, weil wir uns in der Tat in einer Situation befinden, in der der Klimawandel fortschreitet in einem ungeahnten Ausmaß, in der es uns nicht gelungen ist, in der letzten Dekade die Emissionen so zu reduzieren, wie es notwendig gewesen wäre. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Weg in der Gefahr beschreiten. Und das will ich in meinem Vortrag in 4 Schritten tun. Nämlich, ich möchte Ihnen etwas zu den Kosten und Risiken des Klimawandels sagen. Auch dort gibt es neue Nachrichten und Erkenntnisse. Dann möchte ich etwas zu diesen CO2-Entnahmen sagen, also über das Kohlenstoffmanagement und die Müllabfuhr. Dann will ich Ihnen etwas sagen, wo wir gerade in der EU-Klimapolitik stehen, weil wir gerade in der EU über dieses Thema sprechen. Und dann ein wenig abschließen über die künftigen Herausforderungen und möchte Sie auch dann mit einem Vorschlag konfrontieren, den ich jetzt in den nächsten Wochen öfter öffentlich machen werde und ich möchte Ihnen den nicht vorenthalten, denn es ist ja doch so, wenn man der Überzeugung ist, dass man zumindest einen wichtigen Beitrag leisten kann, dann sollte man das nicht verschweigen und sollte dann auch nicht hinterm Berg halten. Beginnen wir mit den Kosten und Risiken des Klimawandels. Das ist vielleicht ein Thema, vielleicht können Sie das schon gar nicht mehr hören, aber es ist trotzdem wichtig, sich das klar zu machen. Und ich werde Ihnen jetzt hier immer wieder Grafiken zeigen. Manchmal sind diese Grafiken zugänglich und verständlich, manchmal sind sie sehr unverständlich, weil sie zu viele Informationen auf einmal vermitteln wollen. So ist das mit uns Wissenschaftlern. Wir haben also eine Tendenz, gerade auch im IPCC, Grafiken zu produzieren, die niemand versteht. Das sollte Sie nicht beunruhigen. Ich hoffe, ich werde sie einfach verständlich erläutern. Und es sollte für diejenigen, die damit professionell zu tun haben, sollten beruhigt sein. Auch mit unverständlichen Grafiken kann man Friedensnobelpreise gewinnen.
Was dieses Bild zeigen soll, ist, das sind die Monate von Januar bis Dezember des Jahres 2023, das ist die rote Kurve. Und die schwarze Kurven, das ist ein Band von Kurven in den Jahren von 2000, 2010 und 2020. Und was Sie da sehen, ist zum Beispiel, dass die Bedeckung mit dem antarktischen Eisschild, dass das zurückgeht, und zwar in einem Ausmaß zurückgeht, das zeigt die rote Linie, wie wir sie in den vergangenen Dekaden so noch nicht erlebt haben. Das Gleiche ist die globale Bedeckung mit Eisschilden. Dann kann man sich das anschauen, wie die Oberflächentemperatur des Ozeans sich entwickelt. Auch dort gibt es im Jahr 2023 einen dramatischen Ausreißer. Auch die globale Mitteltemperatur weltweit und dann natürlich auch die kumulative Fläche, in der Brände in Kanada entstanden sind. Was diese Grafik zeigen soll, die rote Linie ist, wir betreten im Kern im Bereich des Klimawandels bereits jetzt ein unbekanntes Territorium. Wir sehen einen sich beschleunigenden Klimawandel und wir sehen in all den Bereichen Indikatoren, die bereits jetzt schon im Jahr 2023 und 2024 Ausreißer darstellen. Das hier sind Extremwetterereignisse, die sich in den letzten Jahren ereignet haben. 2023 etwa in Neu-Delhi in Indien. Die Hitzewelle hat wieder zugeschlagen. Und wir wissen, dass Teile der Welt bei einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur von 3 Grad schlechterdings nicht mehr bewohnbar sein werden. Aber auch die Extremereignisse betreffen uns in unseren Breiten. Alles noch volkswirtschaftlich verkraftbar, aber für jedermann und für jede Frau klar, verständlich und deutlich, dass die Extremereignisse zunehmen werden, und zwar an Häufigkeit als auch an Intensität. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie würde man denn jetzt den Versuch unternehmen, diese ganzen Zunahme von Extremereignissen, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur zu übersetzen in ökonomische Schäden. Jetzt gebe ich zu, dass dieses Übersetzen in ökonomischen Schäden ethisch eine durchaus problematische Übung darstellt. Denn wenn Sie versuchen müssen, Schäden über den Globus hinweg zu bewerten, stellt sich die Frage, wie Sie etwa den Lohn einer Frau in Bangladesch bewerten gegenüber dem Einkommen eines Managers in New York. All das zugestanden, ist es trotzdem sinnvoll, zumindest diese Aggregatsgrößen zu erfassen und sich einmal darüber Gedanken zu machen, was bedeutet es eigentlich, wenn über den Planeten hinweg die globale Mitteltemperatur steigt? Was bedeutet es für die Produktivitätseinbußen zum Beispiel am Äquator, wenn über Monate des Jahres hinweg zum Beispiel keine Bauindustrie mehr möglich ist? Das alles haben wir hier gemacht. Und Sie sehen also hier an dieser Grafik, die vor kurzem von unseren Kollegen in Nature veröffentlicht worden ist, dass bis zum Jahr 2050 die durchschnittlichen globalen Einkommensverluste -20% sein werden. Das ist mehr als das, was die Finanzkrise angerichtet hat. 6 bis 8 Mal mehr. Und was Sie auch sehen, ist, dass dieser durchschnittliche Einkommensverlust von 20% sich übersetzt, zum Beispiel in Afrika, auf -50%. Diese Grafik hat aber noch eine andere Botschaft. Eine Botschaft, die sehr beunruhigend ist. Was Sie nämlich hier sehen können, ist Folgendes. Sie sehen hier, dass bis zum Jahr 2050 bei diesen beiden Kurven, und das sind Kurven, das heißt hier RCP 2,6 und RCP 8,5, das heißt schlicht und einfach, das sind 2 Temperaturkurven. In der einen Temperaturkurve ist uns ambitionierter Klimaschutz gelungen, in der anderen Temperaturkurve ist der Klimaschutz misslungen und wir haben schlicht und einfach ein sogenanntes Business-as-usual-Szenario. Bis zum Jahr 2050 sind diese beiden Kurven kaum zu unterscheiden. Warum? Unsere Kollegen haben hier durch eine granulare statistische Untersuchung herausbekommen, dass es einen Zeitverzug, eine Persistenz bei den Klimaschäden gibt, wo man einfach sagen kann, wir sind heute schon zu Klimaschäden gewissermaßen committed im System, die es uns kaum mehr ermöglichen, bis zum Jahr 2050 einen entscheidenden Unterschied zu machen. Es gibt einen gewissen Unterschied. Und deswegen werden wir uns bis zum Jahr 2050 noch mal ganz verschärft und unter ganz erneuten Bedingungen mit der Frage der Anpassung auseinandersetzen müssen. Das heißt aber nicht, dass Klimaschutz sinnlos ist, ganz im Gegenteil, denn nach 2050, das sehen Sie ja auch, geht diese Schere weltweit im Schnitt ziemlich dramatisch auf.
Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass wir die nächste Dekade so hinbekommen, dass wir also hier tatsächlich dann einen Unterschied machen, indem wir uns zu einer ambitionierten Klimapolitik verpflichten. Und Sie sehen also hier von mir aus gesehen auf der rechten Seite, was das für die verschiedenen Weltregionen darstellt. Und es ist auch klar, diese Einbrüche etwa in Südafrika oder in Südamerika sind ziemlich dramatisch. Dann sehen Sie hier noch eine grüne Linie. Diese grüne Linie hier, das ist die Linie, die im Kern zeigt, was Klimaschutz kostet. Klimaschutz kostet so in der Größenordnung zwischen 3 und 5% des weltweiten Sozialprodukts. Und diese Untersuchung zeigt eigentlich nur das, was Nicholas Stern 2006 schon gezeigt hat, nämlich, dass es billiger ist, ökonomischer ist, vernünftiger ist, Klimaschutz zu betreiben, als ungebremsten Klimawandel zuzulassen. Das ist die Herausforderung. Und es ist nicht so, dass wir sagen können, wir können Entwarnung geben, wir haben uns bei den Klimaschäden Übertreibungen geleistet, wir müssen das nach unten korrigieren. Nein, wir müssen das nach oben korrigieren. Das kann man schlicht und einfach so festhalten. Das bedeutet natürlich auch, dass für die intergenerationelle Verteilung oder für die intergenerationelle Gerechtigkeit das natürlich einen ziemlich dramatischen Effekt hat. Was Sie also hier sehen, das sind so die Temperaturniveaus 1,5 Grad, 2 Grad bis 4 Grad. Und dann sehen Sie natürlich hier die verschiedenen Szenarien, also Szenarien, in denen wir ein Business-as-usual-Szenario haben, wo wir also dann Temperaturanstiege um 3, 4 Grad zulassen. Und dann sehen Sie eben auch, dass Menschen, die im Jahr 2020 geboren sind, sehr dominant in einer Welt leben werden, wo sie sich mit diesen Einkommensverlusten, mit den Extremwetterereignissen auseinandersetzen müssen. Wenn wir es hingegen schaffen, dass wir die Kurve noch kriegen oder die Kurve biegen, besser gesagt, was das bedeutet, zeige ich Ihnen gleich, dann würde das bedeuten, dass Menschen, die heute geboren werden, natürlich in einer Welt leben, die zumindest machbar ist. Ich verkaufe die künftige Welt nicht als ein Paradies, das wird es nicht geben, aber es ist zumindest eine Welt, in der wir mit unseren Institutionen, mit unseren Demokratien, mit dem, was wir wissen, wie Staaten funktionieren, einigermaßen zurechtkommen könnten. Deswegen ist es eben nicht nur eine Frage der durchschnittlichen Betrachtung von Kosten und Nutzen, sondern es geht hier auch ganz entscheidend um Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit. Lassen Sie mich jetzt ganz kurz den Schritt gehen zu der Frage, ich habe Ihnen also jetzt das Szenario aufgerissen, was das jetzt bedeutet für die Schäden in der Zukunft. Ich möchte jetzt mal ganz kurz Ihnen versuchen zu erläutern, was das eigentlich bedeutet, was das für politische Herausforderungen darstellen. Und dazu gehört jetzt folgende wichtige Einsicht, die wir im IPCC seit dem 5. Sachstandsbericht gewonnen haben. Jeder Temperaturanstieg, 1 Grad, 1,5 Grad, 2 Grad, kann übersetzt werden in ein Kohlenstoffbudget. Und stellen Sie sich für den Zweck dieses Vortrags die Atmosphäre als eine Badewanne vor. Diese Badewanne hat einen Zulauf, aber keinen Ablauf. Und wenn Sie in einer Badewanne permanent Wasser zuführen, egal wie viel, wird irgendwann einmal die Badewanne überlaufen. Wenn Sie den Wasserspiegel in der Badewanne auf einem bestimmten Niveau halten wollen, dann müssen Sie irgendwann den Zulauf auf Null drehen. Dieser Zulauf auf Null, diese Null-Emissionen, das ist das, was man in der Klimawissenschaft Treibhausgasneutralität bezeichnet. Null Emissionen. Warum? Weil wir nur dann den Wasserpegel stabilisieren können oder jetzt übersetzt für die Atmosphäre, nur dann, wenn wir noch ein begrenztes Kohlenstoffbudget im Deponieraum der Atmosphäre ablagern, gelingt es uns, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur dauerhaft zu begrenzen. Wir können jetzt gern darüber streiten, ob die Begrenzung bei 1,5, 2 oder ein bisschen über 2 Grad sein soll. Aber wenn wir uns auf eine Begrenzung festlegen, im Bild, wenn wir uns darauf festlegen, dass der Wasserpegel konstant sein soll, dann muss der Zulauf null werden. Was ich in diesem Vortrag zeigen will, ist, dass es jetzt darum geht, dass wir einen kleinen Ablauf brauchen. Der Ablauf wird nie so groß sein, dass wir den Zulauf völlig kompensieren können, aber dieser Ablauf in der Badewanne, CO2, Wasser,
aus der Badewanne ziehen, CO2 aus der Atmosphäre entziehen und dafür andere Reservoirs zu finden. Das ist das, was ich meine mit einem globalen Kohlenstoffkreislaufmanagement und das meine ich im Kern mit einer planetarischen Müllabfuhr. Warum habe ich die Metapher der planetarischen Müllabfuhr gewählt? Das ist aus Debatten entstanden mit vielen Kommunalpolitikern, weil Kommunalpolitiker sagen, wir haben auch zu Hause eine Mülldeponie und eine Mülldeponie braucht eine Deponiegebühr, weil sie sonst überfüllt wird. Und wir wissen auch, dass wir so etwas brauchen wie ein Müllmanagement, ist übrigens ein Riesenproblem in vielen Städten dieser Welt. Und deswegen ist die Aussage, wir brauchen einen Preis für die globale Mülldeponie-Atmosphäre, also einen CO2-Preis, und wir brauchen ein planetarisches Waste-Management, ist eigentlich für Kommunalpolitiker vollkommen selbstverständlich. Politiker im Bundestag, im Europäischen Parlament haben damit ein bisschen mehr Schwierigkeiten, vielleicht auch deswegen, weil sie sich eben zu wenig mit der Daseinsvorsorge, mit der staatlichen Daseinsvorsorge beschäftigen müssen. Also das soll das hier zeigen. Jeder Temperaturanstieg kann übersetzt werden in ein Kohlenstoffbudget. Und dieses Kohlenstoffbudget liegt irgendwo zwischen 500 und 940 Gigatonnen CO2. Und denken Sie immer auch die anderen Treibhausgase mit. Das ist sozusagen im Hintergrund, können wir in der Diskussion vertiefen, ist aber jetzt für die Debatte hier weniger entscheidend. Das Drama der Klimapolitik besteht darin, dass wir 10.000 Gigatonnen CO2 im Boden haben. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, wenn wir den Deponieraum der Atmosphäre begrenzen wollen, dann entwerten wir das Vermögen der Besitzer von Kohle, Öl und Gas. Das hat nichts mit marxistischen Umtrieben zu tun. Das ist schlicht und einfach eine logische Konsequenz, dass eben Temperaturbegrenzungen sich immer übersetzen in Kohlenstoffbudgets. Und weil wir sozusagen 10.000 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden haben, bedeutet das, dass die Beschränkung dieses Deponieraums die Implikation hat, dass ein Großteil der Ressourcen und Reserven an Kohle, Öl und Gas im Boden bleiben muss. Das ist die Aufgabe der globalen Klimapolitik. Dass natürlich die Besitzer von Kohle, Öl und Gas das als hochproblematisch empfunden, ist mehr als verständlich. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Machen Sie mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, die Welt wäre genau umgekehrt. Wir hätten 500 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden und dürften noch 10.000 Gigatonnen in der Atmosphäre ablagern. Wie würde die Welt dann aussehen? Nun, die erste Implikation wäre, ich würde gar nicht hier in München sein, Sie hätten einen schönen Abend und könnten jetzt schon im Garten diesen wunderbaren Sommerabend genießen, weil es gäbe kein Klimaproblem. Es gäbe ein Ressourcenproblem. Die Preise für Kohle, Öl und Gas würden in die Höhe springen. Sie hätten hier vielleicht einen Wirtschaftsminister, einen Ressourcenökonomen, der Ihnen sagen würde, wenn wir die Energieeffizienz nicht dramatisch erhöhen, die Erneuerbaren nicht dramatisch ausbauen, vielleicht in manchen Gegenden der Welt die Kernenergie, dann werden wir an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Kein Mensch würde darüber reden, dass wir uns um unsere Wettbewerbsfähigkeit Sorgen machen müssten. Im Gegenteil, wer Energieeffizienz steigert, wer die Erneuerbaren ausbaut, gewinnt, hat im Kern einen Wettbewerbsvorteil. Und warum ist die Welt jetzt genau umgekehrt? Nun, die Welt ist deswegen umgekehrt, weil wir das erste Mal in der Menschheitsgeschichte eine Erfahrung machen, die wir seit es Marktwirtschaften gibt, seit James Watt die Dampfmaschine erfunden, noch nie gemacht haben. Die vorkapitalistische Welt und die kapitalistische Welt hat deswegen einen solchen Wohlstandsgewinn gebracht, weil Menschen gelernt haben, mit natürlichen Knappheiten umzugehen und diese natürlichen Knappheiten durch Innovationen permanent zu überwinden. Es war die Natur, die uns Knappheiten auferlegt hat. Und durch Suchprozesse, durch Marktwirtschaften, durch private Eigentumsrechte ist es uns gelungen, diese Knappheiten zu überwinden. Und es war die Entdeckung dieses Bestands an fossilen Ressourcen im Boden, der uns das ermöglicht hat. Nicht nur, aber eben auch. Aber jetzt ist es eine ganz neue Herausforderung. Die Menschheit muss sich zum ersten Mal durch internationale Verträge aus ethischer Einsicht selber eine Knappheit auferlegen. Und diese Knappheit, die wir uns selber durch internationale Verträge auferlegen, diese Knappheit
die in einem internationalen Vertrag festgelegt sein muss, ist in hohem Maße vulnerabel. Denn derjenige, der sagt, lass doch das die anderen machen, der sich als Trittbrettfahrer verhält, der hat jetzt den Wettbewerbsvorteil. Das ist derjenige, der gewinnt. Und deswegen ist das ein so unendlich schwieriges Problem des Klimawandels, dass wir globale Vereinbarungen benötigen, zumindest Vereinbarungen unter den Hauptemittenten, weil wir sonst dieses Klimaproblem, dieses Badewannenproblem nicht lösen können. Jetzt ist der nächste Schritt. Schauen Sie sich mal diese beiden Kurven an. Zunächst mal diese Kurve hier. An dieser Kurve sehen Sie hier die blaue Kurve. Das ist eine Stabilisierung der globalen Mitteltemperatur auf 1,5 Grad. Das ist das, was wir im Paris-Abkommen 2015 festgelegt haben. Übrigens das gleiche Jahr, in dem die Enzyklika Laudato Si erschienen ist. Und jetzt gehen Sie mal hier, dann sehen Sie, wenn wir diese 1,5-Grad-Grenze in einem strikten Sinne einhalten wollen, dann müssten wir jetzt sofort das Maximum der Emissionen schon erreicht haben, müssten dann jährlich um 10% absenken, um dann um das Jahr 2050 die Nulllinie erreicht zu haben. Das ist Treibhausgasneutralität. Das ist der Punkt, an dem der Zufluss zur Badewanne null wird. 2050. Das ist nach Lage der Dinge nicht mehr erreichbar. Dann schauen wir uns hier die rote Kurve an. Bei dieser roten Kurve sehen Sie, hier steigt die globale Mitteltemperatur über 1,5 Grad an auf 1,8 für mehrere Dekaden. Dann wird diese 1,8 Grad Kurve zurückgebogen, langsam zu Ende des Jahrhunderts auf die 1,5 Grad Linie. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir umgerechnet bei den Emissionen ein bisschen mehr Zeit haben, den Zufluss zur Badewanne zurückzudrehen. Dann würden wir hier so jährlich um 6% die Emissionen absenken, würden dann um die Jahrhundertmitte, was schon ziemlich bald ist, die Nulllinie erreichen, aber wir müssten dann negative Emissionen erzeugen. Wir müssten also dann das, was wir in der Atmosphäre schon abgelagert haben, überkompensieren. Das ist die planetarische Müllabfuhr. Wir müssen uns also jetzt entscheiden. Entweder wir wollen die Paris-Abkommen ernst nehmen, dann werden wir überschießen, dann brauchen wir aber eben auch diese negativen Emissionstechnologien. Das ist die dritte Säule der Klimapolitik, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Jetzt kann man sagen, na ja, ist denn das eigentlich so wichtig, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel einhalten? Würde es nicht auch 3 Grad tun? Hätten wir dann das Problem vom Tisch mit der planetarischen Müllabfuhr? Nein, wir hätten es nicht vom Tisch, denn es bestünde immer noch das Risiko, dass wir im Erdsystem die Kippelemente aktivieren. Kippelemente sind solche, die einmal aktiviert sind, auf irreversible Weise aktiviert sind. Wenn das Grönland-Eisschild schmilzt, steigt der Meeresspiegel, vielleicht über mehrere hundert Jahre, aber es ist nicht mehr zurückzudrehen. Diese Tipping Points ist ein Risiko, das sich hier darstellt. Der Verlust zum Beispiel der Korallenriffe ist jetzt schon nahezu sicher. Das heißt mit anderen Worten, es ist eine schlichte Forderung eines Risikomanagements, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur zu begrenzen und auch das Überschießen der globalen Mitteltemperatur in Schach und Proportion zu halten. Das heißt also mit anderen Worten, wir sind nicht gut beraten, wenn wir sagen, na gut, wenn wir halt 1,8 nicht erreichen, dann sind 2,3 Grad auch gut. Denn dieses Überschießen ist mit beträchtlichen Risiken des Erdsystems verbunden. Das heißt natürlich nicht, dass wenn wir jetzt kompensieren können, dass wir uns dann deswegen die Emissionsreduktion, die zweite Säule, ersparen können. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen die schnelle Emissionsreduktion. Wir müssen die neuen Investitionen in Energieeffizienz vorantreiben. Wir müssen den Stromsektor dekarbonisieren. Wir werden gerade im Verkehrssektor Elektromobilität benötigen. Wir werden beim Flugverkehr E-Fuels, synthetische Kraftstoffe benötigen. Und wir brauchen dann eben die negativen Emissionstechnologien. Wenn ich also jetzt vor allem über diese sprechen werde, dann will ich damit nicht sagen, dass der Ausbau der Erneuerbaren, die Erhöhung der Energieeffizienz, die Elektrifizierung des Verkehrssektors unwichtig sind. Ganz im Gegenteil, das ist eine unabdingbare Voraussetzung. Aber es gehört eben jetzt dieser neue Aspekt mit dazu. Und das heißt mit anderen Worten, das heißt in der Fachsprache CDR, Carbon Dioxide Removal Technologien,
Es geht also jetzt darum, dass wir die Nulllinie erreichen, und wir werden aber bis zum Jahr 2050 in verschiedenen Sektoren, zum Beispiel der Zementindustrie, immer noch keine Nullemissionen haben. Deswegen werden wir uns damit beschäftigen müssen, wie wir die kompensieren können, und wir brauchen dann eben diese Netto-Negativ-Emissionen. Sie werden in der Presse und auch in Fachartikeln immer wieder hören, wir müssen Netto-Null haben. Nein, nein, Netto-Null ist nicht gut genug. Wir müssen Netto-Negativ erzeugen. Und das führt mich jetzt zu der Frage, wie muss dieses Kohlenstoffmanagement ausschauen? Und da gibt es viel sprachliche Verwirrung, die zumindest mit dieser sehr einfachen Grafik mal auflösen will. Durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern lagern wir CO2 in der Atmosphäre ab. Genau genommen hätte ich dann noch einen weiteren Aspekt hinzuschreiben müssen, nämlich die Emissionen aus der Landnutzung. Das habe ich jetzt mal aus Gründen der Vereinfachung weggelassen. Dann würden wir im Kern bei den fossilen Ressourcen an Punktquellen, zum Beispiel an Biomassekraftwerken, manchmal auch an Gaskraftwerken, CO2 abscheiden und in geologischen Formationen lagern. Das nennt man CCS, Carbon Capture and Storage. Dann gibt es CCU. Wenn wir zum Beispiel Holz nehmen und mit Holz Betonbauten ersetzen und das Holz dann später wiederverwerten und dann, wenn es verfault, in unterirdische Lagerstätten einlagern, dann wäre das CCU, Carbon Capture and Usage. Das heißt, wir halten nicht permanente Optionen im Kohlenstoffkreislauf. Und dann gibt es eben CDA, wenn wir zum Beispiel durch hochtechnische Filteranlagen CO2 aus der Atmosphäre entziehen und sie in geologischen Formationen lagern. Das ist das, was ich meine mit einem industriellen Kohlenstoffmanagement. Und ich will Ihnen das jetzt nicht hier verkaufen als ein Teil der neuzeitlichen Hybris, sondern ich will Ihnen das klar machen, dass das ein Kernbestandteil einer vernünftigen Risikostrategie ist. Dieses Thema ist in der EU erkannt worden. Und wir haben in der EU einen Green Deal, der aus meiner Sicht eines der wichtigsten planetarischen klimapolitischen Pakete ist. Und ich hoffe, und in diesem Haus darf ich das vielleicht auch sagen, ich bete darum, dass dieser European Green Deal jetzt nicht unter den neuen Mehrheitsverhältnissen rückabgewickelt wird. Und ich möchte auch hier klar sagen, dass Ursula von der Leyen hier einen herausragenden Beitrag geleistet hat. Im Kern geht es darum, dass wir in der Europäischen Union zwei Emissionshandelssysteme haben. Und ich will Ihnen da jetzt, Sie gar nicht damit belästigen mit den Details, aber ich möchte Ihnen ganz kurz sagen, wie die funktionieren. Da werden auf europäischer Ebene Emissionsobergrenzen festgelegt. Diese Emissionsobergrenzen werden schrittweise abgesenkt. Und die Unternehmen können dann in dem Umfang, in dem sie Emissionsrechte besitzen, und die Gesamtheit der Unternehmen besitzt nicht mehr Emissionsrechte, als es mit dieser Obergrenze vereinbar ist, können diese Emissionsrechte handeln. Und dieser Handel der Emissionsrechte erlaubt dann den Unternehmen, die besonders innovativ sind, die besonders klimafreundliche Innovationen tätigen, die Zertifikate zu verkaufen und damit ihre Innovationen zu finanzieren. Im Englischen heißt es Cap and Trade. Cap, das ist das, was man sozusagen hart reguliert. Trade ist das, wie man dem Ganzen Flexibilität verleiht. Und da haben wir auf der Europäischen Union für Strom und Industrie einen Emissionshandel, jetzt einen zweiten für das Inverkehrbringen von Öl und Gas. Aus meiner Sicht eine große Errungenschaft. Die Kernfrage, die sich jetzt stellt, ist es möglich, dass in diesem europäischen Emissionshandelssystem, dass wir das so erweitern, so geschickt erweitern, dass diese Netto-Negativ-Emissionen damit finanziert werden können? Jetzt könnten Sie sagen, das kann doch der Finanzminister machen. Wir könnten doch sagen, wer emittiert, soll zahlen. Und der Finanzminister bezahlt alle diejenigen, die Kohlenstoffsenken bereitstellen. In einem theoretischen Aufsatz, den ich vor kurzem veröffentlicht habe, wäre das eine Option. Wenn man mit Finanzministern auf dem Planeten spricht, sagen die einem frank und frei, dafür haben wir kein Geld. Und es ist nicht nur Christian Lindner, der kein Geld hat. Kein Finanzminister würde im Augenblick Geld dafür ausgeben. Es gibt zugegebenermaßen in den Vereinigten Staaten Pilotprojekte für diese Technologien. Aber es bleibt die Frage, gibt es dafür einen dauerhaften Governance- und Regulierungsrahmen? Können wir Märkte entwickeln, in dem diese Negativ-Emissionstechnologien sich durchsetzen können? Und das ist deswegen so wichtig, sich das klar zu machen, weil wir in der Europäischen Union
Das will ich vielleicht hier sozusagen als einen kleinen Werbeblock einführen für die Europäische Union, obwohl ich gar kein Mandat habe, für die EU-Werbung zu machen, aber ich mache es trotzdem. Die Europäische Union wird bis zum Jahr 2030 ihre Emissionen etwa so um 55% reduzieren. Eine große Leistung. Es ist uns in der Europäischen Union gelungen, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. Wir werden aber bis zum Jahr 2040 die minus 90% und bis zum Jahr 2050 die Nulllinie nach Lage der Dinge nicht erreichen, wenn wir die Instrumente innerhalb der Europäischen Union nicht anschärfen und besser machen. Da gibt es natürlich jetzt zunächst mal die technologischen Herausforderungen. Die EU braucht einen Regulierungsrahmen, in dem diese CDR-Technologien, die Carbon Dioxide Removal Technologien, sich durchsetzen können. Da gibt es konventionelle CDR-Technologien. Das reicht also von der Anreicherung von Bodenkohlenstoff über langlebige Holzprodukte, Wiederaufforstung, sehr konventionell, bis hin dann zu den technischen Verfahren wie Biokohle, die Kombination von Biomasse, Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, Ozeandüngung, Direct Air Capture, das heißt, dass man mit großen technischen Filteranlagen CO2 aus der Atmosphäre entzieht, sie in geologischen Formationen einlagert. Da gibt es ein Pilotprojekt in Island, weitere Pilotprojekte entstehen im Augenblick in den USA und dann eben sowas wie beschleunigte Verwitterung. Es ist ein breites Portfolio von Technologien. Und die Frage ist, wie kann man diese Technologien hochskalieren? Und was wir hier sehen ist, auch das ist wieder so eine komplizierte Grafik, aber die zeigt im Grunde genommen, wenn in den nächsten 20 Jahren diese Technologien bereitgestellt werden sollen, müssen wir jetzt mit einem Technologiehochlauf beginnen. Wenn die in 10, 15 Jahren, 20 Jahren da sein sollen, dann können wir nicht warten und sagen, das ist Zukunftsmusik, sondern wir müssen jetzt beginnen, diese Pilotprojekte aufzusetzen. Und es ist bedauerlich, dass viele Politiker diesem Ansinnen mit einem Achselzucken begegnen und sagen, naja, Technologien, die wir im Jahr 2040 brauchen, das ist nicht mein Thema. Gott sei Dank hat sich die Bundesregierung jetzt dazu durchgerungen, eine solche Carbon-Management-Strategie einzuführen, aber wir sind weit davon entfernt, den Hochlauf überhaupt zustande zu bringen. Da gibt es gesellschaftlich gewaltige Herausforderungen, denn das Ganze wird nur funktionieren, wenn die CO2-Preise in der Europäischen Union steigen werden. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, welche Angst Parlamentarier haben, zu Recht. Da steigen die CO2-Preise die soziale Kohäsion in der Europäischen Union auf dramatische Weise unterminieren. Es gibt aber dort ein Hoffnungszeichen. Vor 2 Tagen wurde in Dänemark eine Methansteuer eingeführt in der Landwirtschaft. Es sind Proteste der Landwirte ausgeblieben. Warum? Man hat mit den Landwirten gesprochen, man hat mit ihnen Kompensationsmechanismen vereinbart und man hat einen klar gangbaren Weg versucht festzulegen, der sowohl für die Landwirte als auch für die Regierung, als auch für die Zivilgesellschaft gangbar ist. Ich glaube, wir müssen wieder mehr lernen, dass wir gemeinsam solche Problemlösungen anstoßen. Und es geht eben nicht einfach so wie in der Vergangenheit, dass Politiker glauben, Klimapolitik könnte man unterm Radar machen. Dafür ist die Klimapolitik zu teuer, dafür ist sie zu wichtig. Aber die Bürger haben auch einen Anspruch darauf zu erfahren, was die Politik eigentlich willens ist, für Kosten einzugehen. Und ich würde sehr gerne Klimapolitik diskutieren, nicht so sehr als ein nice to have, als etwas, was man machen kann, wenn alle anderen Probleme gelöst sind. Für mich ist Klimapolitik Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Genauso wie auf der kommunalen Ebene die Frage der Mülldeponie und der Frage der Müllabfuhr. Und wir müssen wieder lernen, dass Staaten in der Lage sind und den Bürgern klar kommunizieren, für welche Aufgaben der Daseinsvorsorge sie gerade stehen und welche Risiken sie eingehen. Ich halte das für einen der ganz wesentlichen Aufgaben. Und wenn man in den Umfragen liest, dass die meisten Menschen staatliche Organe als überfordert sehen, fundamentale Sicherheitsaufgaben zu erfüllen, dann ist es höchste Zeit, dass wir in einer neuen Art und Weise über Staatsaufgaben und eben auch über Klimapolitik als Staatsaufgabe der Daseinsvorsorge sprechen.
Das bedeutet natürlich, dass es Planbarkeit geben muss, belastbare Aussagen, ob sich Politiker tatsächlich committen. Hohe CO2-Preise sind vielleicht für die fossile Industrie schlecht, ist aber für die gesamte grüne Technologieentwicklung und für die Branchen hochgradig wichtig. Und wenn Politiker sagen, ja, jetzt lassen wir den CO2-Preis wieder fallen, dann hat man zwar einem Teil der Industrie einen Gefallen getan, aber anderen Teilen der Industrie eben gerade nicht. Und wir brauchen einen sozial gerechten Ausgleich, denn hohe CO2-Preise belasten einkommensschwache Haushalte überproportional. Deswegen muss es eine Rückerstattung geben. Deswegen müssen wir über sozialen Ausgleich reden. Eines der großen Fehler des Gebäudeenergiegesetzes war, dass man über die kommunale Infrastrukturplanung, über den sozialen Ausgleich am Ende gesprochen hat. Man muss am Anfang darüber sprechen. Denn diejenigen, die geringe Einkommen haben, haben einen Anspruch darauf, dass ihnen klar gemacht wird, dass sie nicht unfair behandelt werden und dass sie am Ende nicht auf den überproportionalen Kosten sitzen bleiben. Jetzt will ich nun am Schluss noch etwas zu den institutionellen Herausforderungen zu meinem Vorschlag sagen. Wir haben jetzt hier den Emissionshandel, weil die Finanzminister nicht willens sind, für Kohlenstoffsenken zu zahlen. Und das ist ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt. Wir stellen in der Europäischen Union fest, dass die Wälder bislang Kohlenstoffsenken waren, aber dass die Bindefähigkeit der Wälder dramatisch abnimmt. Diese abnehmende Bindefähigkeit der Wälder, vor allem in Finnland, unterminiert ganz entscheidend die europäischen Klimaschutzziele. Also wir müssen etwas tun für die Kohlenstoffsenken. Und da sehen Sie also hier, wir sind jetzt in der Phase 1, wo wir die Emissionen absenken. Und das ist kein Szenario. Das ist angekündigte Politik der Europäischen Union. Und es spricht für die Europäische Union, dass sie inmitten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine das Absenken dieser Emissionsobergrenze durchgesetzt hat. Warum hat sie das durchsetzen können? Weil eben auch Klimapolitik eine geopolitische Komponente hat. Wir werden dann Gas- und Öleinfuhren zurückfahren. Wir werden die bepreisen. Ein Teil dieser Öl- und Gasrenten wird auf der Einnahmenseite der europäischen Finanzminister landen und wir werden dadurch unabhängiger werden von Öl- und Gasimporten. Dann sind wir in der Phase 2, die so 2039 beginnen wird. Dort werden wir vor allem in der Industrie, Stahlindustrie, in der Zementindustrie Restemissionen haben. Diese Restemissionen müssen kompensiert werden. Wenn die nicht kompensiert werden, wenn nicht jetzt ein glaubwürdiger, belastbarer Rahmen abgesteckt wird, werden natürlich die Industriesektoren, die im Emissionshandel sind, die Emissionszertifikate horten. Wenn sie sie horten, werden die Preise steigen. Wenn die Preise steigen, wird die politische Durchsetzbarkeit und das politische Umsetzen eines solchen Programms immer schwieriger werden. Deswegen ist es wichtig, dass die Europäische Union jetzt, nicht 2030, sondern jetzt festlegt, wie diese Restemissionen kompensiert werden können. Und dann gibt es im Kern diese Phase der Netto-Negativ-Emissionen. Und die Frage ist, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, dass wir dorthin kommen? Das ist hier so ein Szenario, das wir vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Das soll Ihnen einfach nur mal zeigen, was das bedeutet. Sie sehen also hier ein Szenario eines Emissionshandels, in dem es keine Integration dieser CDR-Technologien gibt. Das habe ich vorher schon gesagt, BECCS. Das ist die Kombination von Bioenergie und Carbon Capture and Storage, also Kohlenstoffabscheidung und Einlagerung. DAX, das sind diese technischen Filteranlagen. Das sind im Augenblick die beiden Technologien, die am stärksten im Rennen sind, weil man eben glaubt, dass man also hier entsprechende technische Durchbrüche erzielen kann. Wenn wir also einen Emissionshandel haben ohne diese Technologien, dann wird der CO2-Preis nach 2030 beträchtlich ansteigen. Wenn es uns gelingt, die zumindest zuzulassen, dann haben wir eine faire Chance, dass im Kern der Anstieg des CO2-Preises entscheidend abgemildert wird. Also allein schon das zeigt Ihnen, wie notwendig das ist. So, und das ist jetzt hier eine Grafik. Ich schlage Ihnen vor, Sie genießen einfach nur den ästhetischen Eindruck. Was sie jetzt in Tat und Wahrheit bedeutet, will ich Ihnen jetzt ganz kurz mal vor Augen führen. Wie kann man sich also jetzt vorstellen, dass wir diese Netto-Negativ-Emissionen finanzieren können im Emissionshandel? Das ist allein schon deswegen nicht trivial, weil gar nicht klar ist, wenn der Emissionshandel eine Obergrenze festlegt, wie man da je auf Netto-Negativ kommen kann.
Und wir stellen uns das folgendermaßen vor. Stellen Sie sich vor, es gibt jemanden, der Öl importiert, ein Ölimporteur oder eine Raffinerie. Und die werden jetzt in diesem Emissionshandel unter eine Obergrenze gestellt. Und dann müssen die beim Import von Öl und beim Raffinieren, müssen die also neben dem Preis, der am Weltmarkt bezahlt werden muss, auch ein Zertifikat erwerben. Das werden wir ab 2027 sehen. Wenn diese Emissionsobergrenze angezogen wird, dann wird natürlich dort der Preis steigen. Und es ist gut möglich, dass viele Industrien sagen, das wird für uns sehr schwer, bei diesen Preisen den Transformationsprozess zu gestalten. Jetzt könnten wir sagen, gut, wir könnten uns jetzt Folgendes vorstellen. Ihr könnt jetzt als individuelles Unternehmen heute noch ein bisschen mehr emittieren. Ihr könnt noch ein bisschen mehr Öl importieren, aber dafür müsst ihr ein spezielles Zertifikat erwerben. Das nennen wir Clean-up-Zertifikat. Das heißt also mit anderen Worten, das ist ein Zertifikat, wo draufsteht, räum deinen Mist auf. Ein bisschen mehr Emissionen heute wird erworben mit einer Kohlenstoffschuld in der Zukunft, die abgetragen werden muss. Jetzt werden Sie sagen, ja, ja, ich höre euch schon gehen. So, mit Schulden haben wir ja glänzende Erfahrungen gemacht. Dann gehen halt Unternehmen pleite, dann werden die Schulden eben nicht zurückbezahlt. Das Ganze wird eine gigantische Greenwashing-Veranstaltung. Wird's nicht. Warum? Weil im Ausmaß dieser Kohlenstoffschuld bei einer Klimazentralbank eine Haftung hinterlegt werden muss. Und erst dann, dieses, wie man sagt im Englischen, Collateral, erst wenn die Kohlenstoffschuld physisch abgetragen worden ist, wird dieses Collateral zurückbezahlt. Das heißt also, das Unternehmen hat einen starken Anreiz, das zu tun. Und diese Klimazentralbank hat zwei Aufgaben. Sie muss dieses Collateral verwalten. Sie kann, bis diese Kohlenstoff zurückbezahlt wird, dieses Collateral nehmen, um andere grüne Innovationen zu finanzieren. Aber vor allem, wenn ein Unternehmen ausfällt, dann kann ja sozusagen die Klimazentralbank ein anderes Unternehmen finden, das eben hier entsprechend physikalischen Ersatz beischafft. Und der zweite Schritt ist, das, was wir sozusagen dann individuell mit dem Unternehmen vereinbaren, ist das eine, aber im gleichen Umfang werden die normalen Zertifikate aus dem System zurückgenommen, sodass also im Kern die Emissionsreduktion, die wir heute ein bisschen stärker zulassen, im Aggregat darauf rausläuft, dass wir ein ambitionierteres Klimaziel erreichen. Mit anderen Worten, wir brauchen im Kern drei Ingredienzien. Wir brauchen diesen neuen Typ von Zertifikaten. Und dieser neue Typ von Zertifikat heißt Clean-up, weil ich glaube, dass die Chance dieses Kohlenstoffmanagements darin besteht, dass wir einen Teil des Unfugs, den wir angerichtet haben, wieder zurückführen können, also unseren Mist aufräumen können. Das Zweite ist, dieses Zertifikat erlaubt, dass temporär der Preis für CO2 sinkt und mehr Flexibilität erzeugt wird. Im Aggregat wird es aber dazu führen, dass wir von den anderen Zertifikaten, die zurückfahren, wir am Ende ein ambitionierteres Klimaziel erreichen und diejenigen Unternehmen einen hohen Anreiz haben, sich zu ihrer grünen Null zu bekennen, nicht nur zur schwarzen, sondern auch zur grünen Null, weil sie ja sozusagen das Collateral hinterlegt haben und dieses Collateral verlieren würden, wenn sie diese Kohlenstoffschuld nicht zurückbezahlen. Und das Ganze braucht natürlich eine Institution, das kann die EU-Kommission nicht leisten, das bedarf einer solchen europäischen Klimazentralbank, die im Kern die Aufgabe hat, die Durchsetzung dieser grünen Null zu sichern. Das ist der Kern. Die hat noch ein paar andere Aufgaben, die muss dafür sorgen, dass die Preise nicht explodieren, die muss die Emissionshandelssysteme integrieren. Das sind aber alles subsidiäre Aufgaben, die mit dazukommen. Im Kern hat diese Europäische Klimazentralbank die Aufgabe, wenn Sie so wollen, in der Badewanne ein kleines Loch einzufügen, sodass wir dann beides tun können. Wir können ein bisschen schneller zurückdrehen und wir können dann im Grunde durch diesen neuen Abfluss ein bisschen stärker dieses Level, den Wasserstand in der Badewanne zurückführen.
Das ist Europa. Ich habe Ihnen aber vorher mit sehr viel Werf erläutert, dass das Klimaproblem ein globales Problem ist. Und dann stellt sich doch die Frage, können wir davon ausgehen, wenn wir jetzt diese CDA-Technologien einführen, dass damit die globale Kooperation besser, wahrscheinlicher, leichter wird? In der Tat wird es das. Und es wird es deswegen, weil wir bei diesen CDA-Technologien nicht fürchten müssen, dass wir zusätzliches Trittbrettfahrerverhalten anreizen. Warum nicht? Wenn wir unilateral unsere Emissionen reduzieren, wenn wir unilateral weniger Kohle, Öl und Gas verbrauchen und die anderen nicht mitziehen, dann heißt es, wir konsumieren weniger Kohle, Öl und Gas, wir tragen zur Preissenkung bei und schaffen dann Anreize, dass andere mehr an Kohle, Öl und Gas verbrauchen. Dieser Effekt tritt bei CDA nicht ein. Denn bei CDA gibt es diese Leakage, also diesen Effekt, dass man also die Fossilen verbilligt, eben nicht. Und damit kann man eben zeigen, dass das die globale Kooperation sogar entscheidend erleichtert. Der zweite wichtige Aspekt, den wir benötigen, ist, die Europäische Union führt im Augenblick Klimazölle ein. Wer bei uns kohlenstoffintensive Produkte einführen will, muss einen Klimazoll bezahlen, wenn er zu Hause keinen CO2-Preis erhöht oder überhaupt keinen CO2-Preis hat. Wir sehen im Augenblick, dass aufgrund dieser Androhung Länder wie die Türkei plötzlich über Emissionshandelssysteme nachdenken, Indien über eine nationale CO2-Steuer. Warum? Wenn man von einem Zoll bedroht wird, führt man gerne einen CO2-Preis ein, dann hat man zumindest die Einnahmen aus dem CO2-Preis für die heimische Wirtschaft zur Verfügung. Mit anderen Worten, ich glaube, dass aus dieser Kombination von globalem Kohlenstoffmanagement, negativen Emissionstechnologien, Klimazöllen sich ein wesentlicher Schritt erreichen lässt, dass wir in den nächsten Jahren solche Kohlenstoffmärkte weltweit aufbauen. Ich werde nächste Woche mit den United Emirates einen Zoom haben, die sich Gedanken machen wollen, wie sie einen solchen Emissionshandel aufbauen. Das wird ein langer, sehr, sehr schmerzhafter Weg, wie alle globale Kooperation. Aber wir sollten uns eines klar machen. Mit diesen beiden Emissionshandelssystemen ist es Europa schon einmal gelungen, als einer der ganz wenigen Regionen, Wirtschaftsregionen der Welt, Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. Mit den Vereinigten Staaten, dem Inflation Reduction Act, ist einer weiteren Demokratie ein klimapolitischer großer Schritt gelungen. Bislang waren es nur Demokratien, die sich zu einer ambitionierten Klimapolitik durchringen konnten. Keine Autokratie, keine Diktatur auf diesem Planeten kann es da mit Europa und den Vereinigten Staaten aufnehmen. Es gilt jetzt, durch eine kluge Strategie von Anreizen, aber auch von Drohung, von technologischer Entwicklung, jetzt die Möglichkeiten einer solchen globalen Kooperation zu erhöhen. Das ist das, was wir tun müssen. Und aus dieser Perspektive gewinne ich persönlich die Hoffnung, dass uns das gelingt. Und ich würde nicht zögern, das als etwas zu bezeichnen, was die katholische Soziallehre als globale Solidarität anmahnt. Denn Solidarität in der katholischen Soziallehre, das ist nicht der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Die Solidarität in der katholischen Soziallehre ist die Einsicht, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind eine Haftungsgemeinschaft. Und in einer Haftungsgemeinschaft zählt Reziprozität. Und das heißt mit anderen Worten, wir wollen freundlich sein und sollen freundlich sein, wenn andere mit uns kooperieren. Wir sollten uns aber auch wehren können, wenn andere sich als Trittbrettfahrer verhalten. Das ist es, in einer globalen Haftungsgemeinschaft zu leben und in einer globalen Haftungsgemeinschaft zu agieren. Und das finde ich eigentlich das, was wir tun müssen. Wir sollten in unseren Absichten hoffen auf auf globale Kooperation. Wir dürfen aus meiner Sicht im 300. Geburtsjahr von Immanuel Kant auch auf den ewigen Frieden hoffen.
Wir dürfen hoffen, dass sich das durchsetzen möge, dass Demokratien gegeneinander keinen Krieg führen. Aber wir brauchen mehr. Wir brauchen Solidarität. Und Solidarität verbindet die gute Absicht mit einer klugen Strategie. Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Ich danke Ihnen. Ja, lieber Herr Professor Edenhofer, Sie haben vorhin gesagt, wie viel es Ihnen bedeutet, unser Preisträger zu sein. Also mindestens ebenso viel bedeutet es uns, dass wir Sie in den Kreis unserer Preisträger zählen dürfen. Und wenn ich ein bisschen pathetisch werden darf, ich glaube auch der Globus kann froh sein, dass es Menschen wie Sie gibt, die so mitreißend und klug argumentieren können, dass auch Päpste und Politiker sich davon überzeugen lassen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu stellen. Guten Tag, mein Name ist Tesche. Ich habe eine Frage, wenn Sie eben erwähnt haben, dass irgendwann mal Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sein werden. Sie sprachen von einem Drittel unter gewissen Konditionen. Gibt es eigentlich die dafür erforderlichen Vorkehrungen? Wo sollen die hin? Wo sollen diese Riesenstädte gebaut werden, wenn ein paar Milliarden Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Wer ist dafür verantwortlich und welche Organisationen gibt es dafür? Das ist ja eine unglaubliche Vorstellung, dass plötzlich irgendwie ein Drittel der Menschheit auf der Flucht ist. Die müssen ja irgendwo hin. Die Zahl ein Drittel, glaube ich, habe ich nicht verwendet. Ich habe gesagt, es sind Teile nicht bewohnbar. Kollegen von mir haben mal versucht auszurechnen, wie dieses bewohnbare Habitat ausschauen wird. Also ich würde mich da jetzt nicht auf konkrete Zahlen festlegen, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, diese Stellen, werden da Vorkehrungen getroffen? Und die schlichte Antwort ist nein. Sie müssen sich ja das mal so vorstellen, wir haben ja mit der Klimarahmenkonvention ein multilaterales Gefäß, in dem jetzt zunächst mal verhandelt wird, die Emissionen zu reduzieren, das ist schon schwer genug. Aber das ist ja genau das Kernproblem, dass wir für diese globalen Aufgaben und für diese globalen Erfordernisse nur sehr schwache Institutionen haben. Und das, ich würde auch deswegen sagen, ich würde immer noch das als prioritär betrachten, dass wir jetzt uns darum kümmern, dass die Emissionen reduziert werden. Denn es ist ein großer Unterschied, ob wir uns an eine 1,5 oder 2 Grad Welt anpassen oder an eine 3 Grad Welt. Das macht einen Riesenunterschied. Aber Sie haben völlig recht, diese ganze Frage der Anpassung an den unvermeidbaren Klimawandel, das ist eine große Aufgabe. Im Augenblick ist das gerne so ein Thema von Leuten, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so ambitionierte Klimapolitik machen. Lasst uns hoffen, dass wir uns dann an den unvermeidbaren Klimawandel anpassen können. Das kann man alles lokal machen, da braucht man also gar keine großen globale Koordinationsanstrengungen. Und Sie sehen, das Gegenteil ist der Fall, wenn wir also nur an den Agrarmarkt denken, das ist eine gigantische Aufgabe für die WTO, dass wir den Agrarhandel so in Funktion setzen, dass dann eben Ernteausfälle, die Verschiebung von Produktionsstrukturen dann auch entsprechend kompensiert werden können. Das ist, aber Sie haben eine gute Frage und ich kann Ihnen darauf nur die Antwort geben, nein, wir haben solche Institutionen nicht. Mein Name ist Ingund Kratzer und ich habe eine Frage. Wie kann die Atomkraft dazu beitragen, um das Ganze abzumildern? Ja, also die Kernenergiefrage, das ist natürlich jetzt wieder eine hochdiskutierte Frage. Ich glaube, dass es ist sicher so, die Kernenergie, die trägt im Augenblick, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, also das sind so 10% zur globalen Stromproduktion bei, mit etwa 400 Leichtwasserreaktoren. Der Stromverbrauch wird sich verdoppeln und wir werden aber nicht in dem Umfang, um den Anteil halten zu können, auch nicht in China und in Russland neue Kernkraftwerke bauen. Es werden Kernkraftwerke gebaut, wir sind weit von einer Renaissance der Kernenergie entfernt und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir gut beraten sind, die technischen Durchbrüche im Bereich der Solarenergie und der Erneuerbaren voranzutreiben. Das ist aus meiner Sicht wesentlich günstiger. Dort, wo es schon Kernkraftwerke gibt, kann man die Laufzeiten verlängern. Ich finde, das ist eine ziemlich pragmatische Diskussion, die man führen kann. Aber Sie sehen ja schon, wenn es um die Frage der negativen Emissionstechnologien geht, um das Kohlenstoffkreislaufmanagement,
dann ist die Kernenergie da nicht von großer Hilfe. Und in großen Teilen kann eben Kernenergie auch durch Erneuerbare ersetzt werden. Also vor dem Hintergrund scheint mir diese Debatte keine sehr fruchtbare Debatte zu sein. Wir tun eher gut daran, in Europa einen Strommarkt zu entwickeln, indem wir eben die Erneuerbaren an den Start bringen und wo wir aber dann vor allem auch in Speichertechnologien investieren. Und mit diesen Speichertechnologien können wir dann eben auch die Intermittenz bei den Erneuerbaren handhaben. Denn bei den Erneuerbaren ist klar, wir brauchen dann eben Speicher für die Zeit, wo der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint. Aber gerade bei den Speichertechnologien gibt es im Augenblick dramatische technische Durchbrüche. Ja, zunächst vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Also das war wirklich ausgezeichnet. Ich habe sehr viel gelernt. Ob ich wirklich alles begriffen habe, das weiß ich noch nicht. Zwei Dinge jedenfalls sind mir nicht klar. Das eine ist die technische Reduktion von CO2, also die Rückholung sozusagen. Wie soll das organisiert werden? Wer ist dafür verantwortlich und wie wird es finanziert? Und die zweite Frage in dem globalen Kontext, die sich mir stellt, was für Rollen spielen hier Indien und China, die größten Länder der Welt, die natürlich insbesondere China auch einen enormen Bedarf hat an Energie? Ich habe dann ja gesagt, dass also bei diesen Technologien, diesen CDR-Technologien, Carbon Dioxide Removal, das ist eine reichhaltige Palette von der Biokohle über die Verwitterung bis hin zu Biomassekraftwerken kombiniert mit der Abscheidung und Einlagerung und dann eben die Technologie, auf die im Augenblick viele setzen, wo man eben durch technische Filter, in Island wird das gemacht, CO2 aus der Luft holt und dann kann man mit diesem atmosphärischen CO2 entweder synthetische Kraftstoffe erzeugen, klimaneutral, da ist man noch nicht negativ, aber man ist immerhin klimaneutral, und ein Teil wird dann das CO2 eben in einem anderen Reservoir in geologischen Formationen gelagert. Das ist technisch möglich, das kostet im Augenblick die Tonne so zwischen 600 und 800 Euro, das ist gewaltig, aber die Ingenieure glauben, dass sie das also irgendwann runterfahren auf 200, 300, wird man sehen. Ja. Machen kann das im Grunde genommen jeder, der einen guten Standort hat. Und die guten Standorte dafür werden sicherlich im Nahen und Mittleren Osten sein. Das ist schon mal das Erste. Die könnten das machen. Wer finanziert es? Ja, wir könnten das genauso finanzieren, wie ich das mit diesem Emissionshandelssystem angedeutet habe, über solche Clean-Up-Certificates, dass derjenige, der kriegt heute sozusagen etwas mehr Flexibilität, dass er heute emittieren kann, ein bisschen mehr Öl nutzen kann, aber er geht damit die Verpflichtung ein, dass er zum Zeitpunkt T, 2040, dann eben mit dieser Technologie negative Emissionen erzeugt. Also er kauft sozusagen sich Flexibilität, geht aber damit in dem Vertrag zugleich die Verpflichtung ein, physikalisch oder physisch diese Kohlenstoffschuld abzutragen. Und es braucht dafür eine Klimazentralbank, die gewissermaßen dafür sorgt, dass diese grüne Null durchgesetzt wird. Und das, glaube ich, ist ein gangbarer Weg, weil ich mir im Augenblick keine Welt vorstellen kann, in der Finanzminister sagen, jeder, der eine Kohlenstoffsenke bereitstellt, wird dafür entgolten. Ja, also China, Indien, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Fragen. Also erstens mal Indien. Indien ist natürlich in hohem Maße schon vom Klimawandel betroffen. Also das, glaube ich, kann man gar nicht negieren. Ich glaube, dass es in den nächsten Jahren dort zwischen China und dem globalen Norden zu dramatischen Konflikten kommen wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwann Indien bei den internationalen Verhandlungen sagen wird, wenn ihr, der globale Norden, also Europa, USA, mit der Emissionsreduktion weiterhin so schleppende Fortschritte macht, dann werden wir zu anderen Maßnahmen greifen, dann werden wir versuchen, die Strahlungsbilanz der Erde direkt zu steuern durch Einbringen der Aerosole. Und das wäre ein ziemlich dramatischer Schritt, weil man würde durch dieses Einbringen der Aerosole in der Stratosphäre die Niederschlagsmuster auf dem Planeten verändern. Aber das würde eine harte Debatte werden, denn wer wollte Indien versagen, dass wenn sie bei ihnen der Monsun verändert, dass sie dann keine Maßnahmen ergreifen. Das wird eine harte Debatte werden in China. China ist natürlich insofern interessant. China ist der größte erneuerbare Markt. Das ist der Markt, wo die Kohleexpansion nach wie vor stark ist, geht vielleicht jetzt ein bisschen zurück. Die haben auch einen nationalen Emissionshandel. Bei China ist es eine Timingfrage. China möchte jetzt noch richtig viele Menschen in die Mittelschicht bringen
und sagt, dann werden wir uns auch damit beschäftigen. Das ist ambivalent, sage ich mal. Aber es ist aus meiner Sicht nicht unmöglich, China mit an Bord zu holen. Denn also wir haben jetzt wieder viele Einladungen nach China, das Gespräch geht. Und ich würde mal so sagen, Sie haben einen schwachen, aber Sie haben schon einmal einen Emissionshandel eingeführt. Alles das sind Schritte und ich könnte mir vorstellen, dass es für China da eine ganz neue Möglichkeit ergibt, wenn man diese Emissionshandelssysteme mit diesen Netto-Negativ-Technologien anreichert. Das ist alles schon eine Hochrisikostrategie und viele aus der Umweltbewegung würden sagen, das ist eine Spinnerei. Am Ende des Tages wird es darauf rauslaufen, dass das ein großes Greenwashing gibt. Da muss man sehr genau hinschauen. Aber ich glaube, dass wir aus dieser Mischung auch von Klimazöllen, die ja China erheblich betreffen werden, dass man dort schon in die Richtung gehen kann. Das erfordert viel strategische Klugheit und auch viel Geduld. Und es könnte durchaus so sein, dass am Ende des Tages in einer Welt mit derartig dramatischen geopolitischen Verwerfungen das Feld der Klimapolitik eines der wenigen Felder sein könnte, wo Multilateralismus moderat funktioniert. Also man sollte das nicht abschreiben und man sollte ja die Foren, die dann sozusagen sehr schwach daherkommen, sollte man doch weiter bedienen und da voranmachen. Also wie gesagt, also Ausstatten des Emissionshandels mit CDA-Erweiterung, mit Klimazöllen, Kooperation zu versuchen mit China und mit Indien, im Gespräch bleiben, über die drei Säulen der Klimapolitik reden, das scheint mir ist das, was wir jetzt machen müssen. Ich kann Ihnen keine Blaupause geben, die unfehlbar funktioniert. Wer je internationale Verhandlungen erlebt hat, weiß, wie unendlich schwer das ist und wie viel Geduld. Und ich habe auch keine Ahnung, ob die Zeit reicht. Nur dieses Argument mit der Zeit, das kann ich nicht mehr hören. Wir reden schon seit 10 Jahren, dass wir keine Zeit haben und haben unglaublich viel Zeit damit verloren, dass wir ständig gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr. Ja. Ja. Wie schon gesagt, wir haben viel gelernt heute Abend und auch nicht alles verstanden. Das ist bei so einem Vortrag wahrscheinlich immer der Fall. Und geradezu seelenerwärmend, wenn man das bei dem Thema was sagen darf, war Ihr Optimismus. Wir schaffen das, wir können das schaffen. Das ist die eine Seite. Ich glaube, Sie haben uns Wege gezeigt, wie es geht. Aber wir brauchen dazu zwei andere Faktoren, die Bürger und die Politiker. Und wenn ich da hinschaue, dann schwindet der Optimismus. Wenn wir sehen, die neuen Umfragen, wie bei uns allein, wo wir relativ aufgeschlossen, glaube ich, sind, allein ein verkorkstes Heizungsgesetz Klimaschutz schon geschreddert hat. Und wenn wir in Europa ringsum schauen, die Regierungen, die gekommen sind in letzter Zeit und die noch anstehen möglicherweise, wo Klimaschutz nur gar keine Rolle mehr spielen wird, wie wollen Sie da Ihren Optimismus in politisches Handeln umsetzen können? Eine sehr gute Frage. Ich fange mal an mit der Europäischen Union. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Europäische Union von überragender Bedeutung ist. Ohne die Europäische Union hätten wir auch nicht eine so effektive Klimapolitik bei all den Schwächen, die die Europäische Union hat. Warum ist es so? Nun, Sie sagen ja zu Recht, das Europäische Parlament ist noch rechtsgerückt. Trotzdem ist es so, es wird eine Mehrheit geben für die neue Präsidentin Ursula von der Leyen. Man darf nicht vergessen, der European Green Deal war unglaublich erfolgreich. Und jetzt ist die Frage, die Sie stellen, ja, aber werden denn die neuen Parlamentsmehrheiten den European Green Deal intakt lassen? Ich würde sagen, ja, aus zwei Gründen. Erstens konnte das Parlament nicht einfach den europäischen Green Deal annullieren. Das könnte der Rat machen. Das werden die aber aus meiner Sicht nicht tun. Ich glaube, dass der European Green Deal überleben wird. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil durch diese beiden Emissionshandelssysteme da doch einigermaßen funktionierende Systeme sind. Und selbst wenn die abgeschafft werden würden, was ich nicht glaube, dann bliebe immer noch ein europäisches Konstrukt, eine europäische Lastenteilungsordnung, wo eben die Staaten dann trotzdem ihre Verpflichtungen erfüllen müssten. Die müssten dann gemeinsam beschließen, keiner von uns erfüllt die Verpflichtung. Das ist mit hohen Reputationskosten verbunden. Jetzt kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Die Europäische Union wird im neuen Parlament vor allem über ein Thema verhandeln, über die Grundstruktur einer neuen europäischen Agrarpolitik. Und diese neue europäische Agrarpolitik, die steht aus meiner Sicht unter zwei großen Vorzeichen. Das eine Vorzeichen ist, dass in der europäischen Landwirtschaft, vor allem im Süden,
dramatische Wasserprobleme auftauchen werden. Europa trocknet aus. Übrigens 2030 wird auch die Hauptstadt Berlin massive Wasserprobleme haben. Das wird ein Riesenthema werden. Die Bauern werden sagen, wir brauchen Mittel dafür, dass wir uns an diese Wasserknappheit anpassen können. Das wird genau die Phase sein, wo in den Verhandlungen gesagt wird, ja, aber wenn ihr Bauern das wollt, müsst ihr auch was bringen. Und die europäischen Bauernverbände wissen das. Und ich würde gerne nochmal an der Stelle auf Dänemark verweisen. Dänemark hat, wie sie das im Volksmund so heißt, eine Rülpssteuer eingeführt, also eine Methansteuer für die Emissionen in der Landwirtschaft. Das hat zwar Grummeln gegeben, aber mitnichten einen Bauernaufstand. Und aus meiner Sicht hat es schon etwas auch damit zu tun, dass viele Landwirte wissen, ein Business-as-usual-Szenario geht nicht. Ich glaube, was eine große Verbitterung hervorruft, ist, wenn Maßnahmen einfach unverständlich sind, wenn sie bürokratisch überborden sind, wenn sie als sozial ungerecht wahrgenommen werden. Ich kann ja, wenn Sie jetzt dann sagen, ja, aber das vernachlässigt doch völlig die Dramatik des Populismus. Da stimme ich Ihnen zu und ich sage Ihnen ganz offen, hätte ich die Einsicht, woher der Populismus kommt und wie der Populismus bekämpft werden kann, ich hätte einen ganzen Vortrag heute Abend gehalten, wie das passieren soll. Aber ich weiß es einfach nicht. Und mir ist es genauso ein Rätsel wie vielen von Ihnen, aber ich glaube, darin lege ich sozusagen meine Hoffnung. Ich glaube, dass eine Aufgabe von grundlegender Bedeutung ist. Ich glaube, dass viele Menschen das Vertrauen in staatliches Handeln verloren haben. Und dieses Vertrauen in staatliches Handeln muss hergestellt werden. Ich weiß nicht genau, wie Ihnen das geht. Aber in den Vorträgen, die ich halte über das, was die Europäische Union leistet, das ist bei den meisten Leuten nicht bekannt. Die Europäische Union ist der Inbegriff der Bürokratie. Die Europäische Union ist der Inbegriff von Kuhhandel und kleinlichem Hin und Her. Dass wir durch die Gaskrise einigermaßen gut gekommen sind, wäre ohne die EU unmöglich gewesen. Dass wir die Pandemie gemeistert haben, wäre ohne die EU unmöglich gewesen. Also wir sollten sozusagen auch mal eine Debatte darüber führen, wo sind die Mängel, aber was ist auch sozusagen alles erreicht worden und wie relativ gut eigentlich diese staatliche Daseinsvorsorge funktioniert. Aber, und das scheint mir das Wichtige zu sein, dass viele Menschen das Gefühl haben, ganz zentrale Sicherheitskomponenten staatlicher Daseinsvorsorge stehen in Frage. Und die stehen auch in Frage, aber die muss man ansprechen, die muss man diskutieren. Und ich glaube, mit so einer kommunikationslosen, kommentarlosen, schmallippigen Politik wird das nicht gelingen. Die Rednerliste ist hiermit geschlossen, aber zwei stehen noch drauf. Einmal der Herr Dabrowski mit einer Frage aus dem Stream und Sie hatten sich noch gemeldet und können währenddessen auch zum Mikro gehen. Wir hören uns beide Fragen an und dann können Sie noch einmal einen Rundumschlag machen. Ja, ich gebe hier eine Frage aus dem Chat im YouTube-Livestream wieder. Die lautet, was sagt denn Professor Sinn zu dem Ansinnen einer Carbon-Zentralbank? Er hat ja das Buch Das grüne Paradoxon geschrieben. Also ich stimme Ihnen voll zu, was Sie jetzt besonders am Schluss gesagt haben. Aber was können wir tun, dass wir die Bereitschaft der Bevölkerung nicht verlieren? In Zeiten eines wirtschaftlichen Aufschwunges sind Umweltmaßnahmen leichter durchzuführen als in Zeiten eines wirtschaftlichen Niederganges. Danke sehr. Dann haben Sie noch einmal das Wort. Ja, also Hans-Werner Sinn. Also ich habe einen ähnlichen Vortrag vor kurzem gehört, da war er da, zu meiner Klimazentralbank und zu diesen Carbon Dioxide Removal Technologien, da hat er mir zugestimmt. Wenn er jetzt hier wäre, würde er mir trotzdem in manchen Punkten widersprechen. Aber der, vielleicht mal ganz kurz, was Hans-Werner Sinn mit seinem grünen Paradox sagt und gesagt hat. Hans-Werner Sinn sagt, eine Klimapolitik, die darauf setzt, dass Europa allein die Nachfrage nach Öl und Gas reduziert und dann erhofft, dass Klimapolitik was erreicht werden kann, geht ins Leere. Denn wenn wir Öl und Gas einsparen, dann wird es auf dem Weltmarkt billiger und dann werden andere eben entsprechend mehr Öl und Gas verbrauchen und die Ressourcenanbieter von Kohle, Öl und Gas werden sogar noch die Extraktion erhöhen. Das ist das, was Hans-Werner Sinn sagt. Und grundsätzlich ist dieses grüne Paradox, also wir können da lange drüber streiten, welches quantitative Ausmaß das hat, aber man kann nicht bestreiten, dass es dieses grüne Paradox gibt.
Deswegen sage ich ja, wir brauchen eine globale Kooperation, zumindest eine Kooperation unter den Hauptemittenten. Das ist ja sozusagen der ganz entscheidende Punkt. Und deswegen bin ich dafür, dass wir diese Klimazölle einführen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir diese Kohlenstoffmärkte an den Start bringen, weil das alles die Voraussetzungen sind, damit wir dann eben auch kooperieren können. Zur Kooperation gehört immer auch die Möglichkeit zu sanktionieren. Und da sind wir aus meiner Sicht einen großen Schritt vorangekommen. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass der Effekt dieses grünen Paradox gerade bei diesen CDA-Technologien ja vollständig verschwindet. Ja, das ist ja sozusagen gerade der Witz an der ganzen Sache. Also insofern denke ich, wird mir da Hans-Werner Sinn zustimmen. Er würde wahrscheinlich meinen Optimismus nicht teilen, dass schnell eine globale Kooperation hergestellt werden kann. Aber da bin ich der Auffassung, für mich ist die globale Kooperation der Endpunkt der Klimapolitik und nicht der Startpunkt. Denn wenn das der Startpunkt wäre, dann müssten wir warten, bis alle global kooperieren. Das wird nie der Fall sein. Da muss man eben arbeiten. Aber was ich schon sagen würde, ist, dass die Grundidee, wir müssen in Vorleistung gehen, dann werden uns die anderen folgen. Das glaube ich auch nicht. Sondern wir brauchen sozusagen auch Instrumente, mit denen wir diejenigen, die da nicht mitmachen, Anreize schaffen können, aber eben auch sanktionieren können. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe und aus meiner Sicht ist es die beste Tradition des Solidaritätsprinzips, denn Solidarität heißt eben eine Haftungsgemeinschaft. Ich danke Ihnen für Ihren Optimismus, auch dafür, dass Sie die Demokratie so hervorgehoben haben, das einzige System, das ja im Wettbewerb der Systeme gerade nicht so gut wegzukommen scheint, dass die Kraft hat, so etwas durchzusetzen. Ich habe noch eine ganz kurze Schlussfrage, ganz kurze Antwort. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Kompetenz, Ihr Sachverstand von Ihnen, Ihrem Team, aber auch anderen in Ihrer Branche tatsächlich dazu führt, dass in der EU oder den USA kluge Dinge passieren? Vermitteln Sie diese Einsichten wie jetzt hier im Zuge eines Vortrags mit Folien oder passiert das nach dem Vortrag bei einem Gläschen Wein irgendwo an der frischen Luft? Da schneiden Sie jetzt ein wichtiges Thema an. Also Sie waren ja so freundlich bei der Einführung, wo Sie gesagt haben, also wo ich überall berate, das tue ich auch, aber ob der Rat dann zu dem führt, das ist eine andere Frage. Ich bin mal gefragt worden, wann je ein Politiker meinem Rat unmittelbar gefolgt sei. Und da war meine Antwort eine Anekdote mit dem verstorbenen brandenburgischen Ministerpräsidenten Stolpe, den ich im Supermarkt getroffen habe. Und er hat mir gefragt, als er da vorbeigegangen ist, welches Klopapier ich kaufe. Und dann habe ich ihm das Klopapier gezeigt, das ich kaufe. Und er hat dann sofort genau dieses Klopapier in seinen Einkaufswagen. Das war das einzige Mal, wo ein Politiker unmittelbar einem Rat gefolgt ist. Aber es gibt natürlich sozusagen längere Übersetzungsmechanismen. Und ich glaube, einer der wesentlichen ist folgender. Ich denke, ich habe sicherlich im Weltklimarat dazu beigetragen, dass das überhaupt das Problem wahrgenommen wird. Jetzt auf der Ebene des Europäischen Klimarats, der hat ja eine ganz eigene Struktur. Der ist ja festgelegt im Klimagesetz. Und in dem Klimagesetz steht drin, dass wir als Klimarat der Kommission Vorschläge machen müssen. Und wenn die Kommission von den Vorschlägen abweicht, muss sie das begründen. Und wir haben gerade heute einen Bericht rausgebracht, wo wir uns angeschaut haben, mit welchen Szenarien die Übertragungsnetzbetreiber arbeiten und haben das kritisiert und haben gesagt, eure Annahmen stimmen nicht. Hat die jetzt nicht so wahnsinnig erbaut. Oder wir haben einen Bericht vorgelegt, wo wir gesagt haben, die 2040-Ziele werdet ihr so nicht erreichen. Das ist nichts, was Politik, auch demokratische, also der revolutionärste Akt ist, wenn Sie einem Politiker sagen, ob er seine eigenen Ziele erreicht hat oder nicht. Denn der politische Impetus, wenn Ziele nicht erreicht werden, ist einfach ein neues und noch ambitionierteres Ziel in die Welt zu setzen. Mhm. Aber nie nachzugucken, ob ein altes Ziel erreicht worden ist. Und das halte ich für schon eine ganz wesentliche Aufgabe, dass wir also nicht einfach ein Club von Akademikern sind, die da irgendwelche klugen Dinge schreiben, sondern wir gucken uns dann an, was erreicht die Politik, was hat sie nicht erreicht, welche Ziele. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt einer sehr engen Politikberatung. Wir sind keine Ersatzpolitiker. Wir sind nicht diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen. Aber dass jetzt Klimagesetze entstehen, in der wir Politiken bewerten müssen und die Politiker dann sagen müssen, wie sie sich zu dieser Bewertung verhalten, das ist aus meiner Sicht eine neue Qualität. Und ehrlich gesagt, ist das von der Politikberatung her
Ich würde sagen, das hat dann schon fast Manfred Stolpische Qualitäten. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Ich lade Sie alle ein, jetzt noch tatsächlich hier an der frischen Luft ein Gläschen irgendwas zu trinken. Und Ihnen, Herr Professor Edenhofer, möchte ich einfach nochmal von Herzen danken für diesen mitreißenden Abend und diese vielen, vielen klugen Argumente, die wir brauchen können in unserem Kampf für Klimaschutz und Demokratie.